Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, aber heute bin ich nämlich nicht wieder alleine, sondern ein Together mit... Hi Leute, hier ist Didio 571. Genau. Genau, Dio 571 ist ein sehr guter Kumpel von mir, oder? Sehr guter Freund. Und ja, wir spielen zocken heute mal zusammen wieder Twilight Princess und ja. So, Didi hat ja bis jetzt meine ganzen Parts geguckt, oder? Jeden Fall, immer. Okay. So, also weiß er schon ganz genau Bescheid. Und alle, die es noch nicht wissen. Warte mal. So, die wissen das jetzt. Und zwar kommt jetzt erstmal noch ein Twilight Princess Part und dann. Danach ein Super Paper Mario Part. Ja, frag dich warum. Ich habe auch gerade mal ein bisschen mehr Bock auf Twilight Princess. Ja, Didi, sag du einfach mal was. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja. Eine große Ehre, großen Mr. Tobi 888 dabei zu sein. Und macht Spaß. Okay. Hab ich bloß mal gerade schnell in Skype lauter gestellt. Okay, also wir sind jetzt hier bei diesem Flug, Leute. So, und jetzt müssen wir mit diesem Vogel hier fliegen. Aber ich fliege bestimmt gleich wieder gegen die Wand hier. Verdammt, wegen diesem Scheiß. Merkt ihr, ich spreche es nicht mehr. Oh. So, ja, jetzt geht's. Okay. So, Vogel fliegt nach oben. So, weißt du gerade, wo ich bin, Didi? Ich erahne es, Ach, ja. voll gegen die Mauer, ach Mensch. Wo bin ich? So. Na, Didi, wo bin ich? Bin noch am Überlegen. Gib mir einen Tipp. Ein Tipp, okay. Warte mal, ich muss mich hier hinsetzen, sonst geht das Ganze nämlich nicht. Aber, ey, diese. Warte, okay, ich gebe dir einen Tipp. Es ist unter der Lilia-Brücke mit diesem Vogel. Das ist leider. Weißt du jetzt, was ich meine? Didi? Didi noch da? Ich bin noch da, ja. Okay. Oh, es laggt gerade. Das heißt, ich sehe gerade nichts, ich sehe nur stoppt das Bild. Das ist gerade nicht sehr schön. Oh, ey, das geht mir so bloß auf den Sack. Oh nee. Also Leute, das ist jetzt aus dem einfachen Grund so, weil ich jetzt hier unten bin und ja, die Sensorleiste sieht jetzt sehr, naja, nehme ich nicht immer gleich meine V-Mode. Und Didi, der ist halt verschwunden, oder? What the fuck? Wann ist eigentlich dieses Level vorbei? Ich hasse dieses Level einfach nur. Ja, wir haben es nicht geschafft. Didi noch da? Didi, du musst immer was sagen. Didi? Okay, gut, wir sind jetzt hier am Oberlauf des Zora-Flusses. Und ja, sieht mal schön weiter. Ich konzentriere mich ein bisschen, was mit Didi ist. Okay, Didi, bist du da? Hörst du mich, ja? Ja, gut, bist da, gut.
Also bei Didi war gerade eine Störung, aber zum Glück war es keine ganz Connect, Disconnect hier. Naja, okay. Das Vorlesen geht mir langsam auf den Sack hier. Ach du Scheiße, jetzt bin ich auch noch runter, wie blöde bin ich. Also Leute, sind wir hier am Oberlauf des Zora-Flusses und hier müssen wir die Quelle herausfinden, warum das Ganze hier, ja, sozusagen eingefroren ist oder, ja, das hab ich schon verraten. Du alter Spoiler. Ja, also warum das ganze Wasser nicht mehr läuft. Ja, dazu gehen wir jetzt erst einmal hier lang. Wo auch sonst lang. Weil es keine andere Verbindung gibt. So. Zora-Höhle. Man ist gerade eine Fliege hier, die gibt mir. So, oh Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, es ist kalt hier. Und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssen doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht ja gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir die Zoras. So, Didi, was denkst du, wo die Zoras sich befinden? Ich hab keine Ahnung, im Wasser. Ja, eigentlich sollten sie das ja sein, aber wie gesagt, das Wasser ist eingefroren. Das sind die wahrscheinlich auch eingefroren. Tja, das passiert eben so. Damit. Kommt vor. Kommt vor. Kommt jedes Mal vor, jeden Tag. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Ja, Leute, so ist es hier oben. Ja. Sehr schön und gut. Na komm, dann spring doch mal hoch, Link. Na. Na. Was macht denn der für einen Bogiskop? Oh, bei mir Kopf hat jemand, das geht gerade nicht. Ich weiß nicht. Ja Leute, das war gerade mein Bruder, der wieder mal nicht wusste, dass ich aufnehme, obwohl da steht, davor steht, bitte nicht stören. Aber das lassen wir jetzt einfach mal hier. Da habt ihr mal einen lustigen Teil in meinem Video. Oh Mann. So. Also, ich komme, versuche hier gerade hochzukommen. Was du ja vielleicht auch wahrscheinlich hörst, ja? Ich höre dich springen, ja, und irgendwas lacht. Nein, ich bin wieder runtergefallen, man muss mal übel schnell sein. Ach, du Kacke. So. Ich bin wieder ganz unten, oder was? Oh. Oh, das Lecken, das geht mir aber langsam auf den Sack. So. Tobi, mach ja nicht die Figur für dein Versagen verantwortlich. Was? Mach ja nicht Link für dein Versagen verantwortlich. Nee, das mache ich ja nicht. So, wir sind jetzt aber endlich oben. Trotzdem muss ich Link die Schuld geben. Weil er einfach nämlich als Wolf nämlich nicht richtig springen kann. Ja, finden wir auch nicht als Wolf. Okay, und jetzt kommen wieder solche komischen Viecher hier, die zu dritt sind. Oh. Kill mal den einen, dann den anderen. Die anderen zwei. Die kennen ja schon dieses Geräusch. Klingt aber, als würdest du Laub zusammenfegen. Ach, Mist, jetzt hab ich schon den Engel gekillt. Was? Als würde ich was? Als würdest du Laub zusammenrechen. Okay. Haben gekillt. So,
Ja. Und ohne Sheets, Leute. Und ohne Sheets! Nein, ich schiede eh nicht. Also jetzt Player schiedet man nicht. Außer bei Minecraft. Nee, das macht man auch nicht. Jetzt gibt es hier auch ein Portal, was? War das jetzt ein Outing? Outing? Alter Schieder. Nee, ich hab mal früher geschieden für den DS. Ehrlich, ich geb's zu. Ja, das und nur bei Pokémon und das war nochmal. Naja, es war mal. Stop. So. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, sind jetzt hier ganz viele Zoras, ne, oder? Sind das die hier? Immer? Also wir sind jetzt hier irgendwo in der Nacht. Ne, Quatsch, das ist ja mein Gespür. Ah, siehst du, ja genau. Die Zoras sind eingefroren, Didi, du hattest mal wieder recht. Ich hab die Wette gewonnen, ich hol's für 10 Euro. 10 Euro? Oh. hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an, was ist nun mit denen passiert? Und was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht selbst lösen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie wenigstens auftauen? Aber mir fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollten. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Also, was denkst du? Wir haben jetzt gerade ein Portal bekommen und wir sollen die auftauen. Doch bloß hier ist alles nur um Eis. Diddy. Was? Oh, Verzeihung. Kein Problem. Hier ist alles bloß Eis, ja? Und wir sollen die Zoras aus dem Eis auftauen. Was denkst du, was wir machen sollen? Ich weiß es. Ja, dass man denke, dass wir keine Mikrowelle zur Verfügung haben, denke ich mal irgendwas mit Feuer. Keine Mikrowelle. So, oder? Zora 1 in die Mikrowelle, 3 Minuten auftauen und dann essen. Du darfst das nicht ins Lächerliche ziehen. Was? Das Thema, das war kein Witz. Achso. Also hast du ernst gemeint? Natürlich. Ach so, das musst du ja mir sagen. Okay, so, ja, und zwar folgendermaßen. Ach, hier ist ja ein Portal. Oh, ich bin blöder. Naja. Und ich bin gestorben. Naja, kein Problem. Ich weiß ja, wie es geht. Hier vorbei. Hä? Game over. Genau, noch einmal. Ja. So. Sind wir wieder oben? Ja, wir sind oben. Genau, da wollte ich hin. So. Genau, in diesem Part, da will ich mir schon die Dinger bekommen. Naja, wirst du denn sehen, was ich meine. So. Leute, genau. Man muss jetzt im Warpfeld sein. Warten. So. Wo war nochmal der Vulkan? Da fragst du mich. Ja, frag ich dich jetzt. Feuerberg. Ja, Mann. Genau, wir porten uns jetzt zum Feuerberg und dort holen wir diesen großen Lavastern, der am Anfang kam. Weißt du genau, was ich meine? Ja, natürlich. Ja, natürlich, das Ding, ja. So. Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Warten, natürlich. Wohin? Zu mir nach Hause als Andenken. Schreibst du drauf? Von Twilight Princess aus nach hierher. Teleportiert. Und das Ganze geht jetzt noch open. Ja, Didi weiß eigentlich schon, dass ich auch noch schon Channel-Vorstellungen mache. Ach so, nein. Okay, weiß ich noch nicht. Okay. Und zwar, ja, stelle ich Channel vor. Habe ja schon 2 Channel vorgestellt. Oh, das war jetzt eine geile Szene. Voll dieser geile, heiße Block in dieses Eis rein und mit voll das Wasser draußen auf. Sieht wirklich geil aus.
Wirklich fast so wie in, Assassin's Creed. Das sind bei mir. Was? Das sind wir dann bei mir, Assassin's Creed. Genau, ach so, ja, Mensch, das müssen wir noch sagen, oder? Oh, Didi, stimmt's? Ja. Das bist ja du. Genau, startet ab Oktober, war das nicht so richtig? Ab November geht's los. Ah, ab November, okay. Startet ja Let's Plays, oder? Also Let's Plays jetzt schon ab September, verschiedene Games. Genau. Und aber nicht zu 100%ig durch, nochmal so ein bisschen zum Anspielen. Dann geht ab Oktober mit Rage los. Genau. Dann November mit Assassin's Creed Revelation. Und das wird natürlich der Hammer. Was im November? Das kommt November raus und da wird bei gezockt und unboxed! Du machst eure Unboxing. Was? Nein. Nee. Warte bitte. Eigentlich niemanden, wie ich das aufmache. Privates Vergnügen. Oh, wir sehen jetzt hier gerade eine sehr geile Sequenz von einer Frau mit, naja gut, das andere, das erwähne ich jetzt mal wieder nicht in diesem Video. Was erzählt? Ich sehe es nicht. Mit einer Frau und ja, das andere will ich mal jetzt nicht erwähnen. Du wirst es schön im Video sehen, was ich meine. Du siehst ja meinen Kommentar. Was? Du siehst ja meinen Kommentar. Ich bin Lucia, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Oh. Und ja, Leute, ich entschuldige mich mal heute für diese Lags hier. Warum auch immer das wieder laggt hier. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollen oder so. Unsere Höhle wurde vom Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. So was, ne, ha? Wahnsinn. Wahnsinn. Du die Gestalt eines Stolzes, die das angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden. Italiener. Was? Das ist Italiener. Ja, Luigi Pizza. Bat ich meinen Sohn Ralis nach Schloss Haiwul zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Aha. Siehst du? Den Prinzessinnen sind wir wieder verwöhnt. Wie immer. Klar. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Forschung nicht unbekundet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Wallis helfen. Wie auch immer. Wenn du das tust, werde ich dir dafür, naja, die Gabe des Wassers verleihen. Die was? Die Gabe des Wassers. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte hilf, mein Sohn. Und weißt du jetzt, was ich dann bekomme? Schon? Sie sagen, wenn du ihm... Was? Naja, so, ich dachte, das war eine Frage an mich. Okay. Nein. Genau, Leute. Wisst ihr schon... Ach, Quatsch. Also, wir müssen jetzt, besser gesagt, wie machen wir das jetzt ganz schnell? Ah, ich habe eine Idee. Wir warben uns. Dafür sind die ja auch da, die Warbfelder. Ey, ich komme mich auch nicht hinwarben. Naja, gut, dann müssen wir wohl laufen. Dann müssen wir wohl laufen, Didi. Ist nichts mit Schieden. Ist nichts mit Schieden und Warben hier. Ach nee, Quatsch, wir müssen da sogar runterspringen, oder? Siehst du, die Spieleentwickler haben wieder total viel Ahnung. Oh nee, ich kenne dann schon hier das. Oh, das wird so schwer manchmal. Früher habe ich das auch zum Beispiel die gesucht, wo die geil sind. Die Strahlenkäfer kommen ja dann wieder, ne? Kennst du die? Ja, nicht mit Namen, aber ja, doch so allgemein. Ja. Das sind doch diese Käfer, die immer dann nur mit dem Gespür auf. Ja, diese komischen Teile. Genau. Und jetzt sind wir wieder bei der Eldenbrücke hier. Aber wenigstens ist das alles wieder mit Wasser befüllt. Und wir können zum Lichtgeist.
Und dann gehen wir auch erstmal hin. So. Der Pott geht ja eh bloß noch 10 Minuten. Na, auch schon wach? Zieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hiyasee bringen wird. Sind die noch da? Ja, natürlich. Ich lausche dann auf Synchronstimme. Oh. Oh, ihr riecht gerade nach Bratkartoffeln. Mm. Alles, was ich bin, Gegner wissen. Heute die Kochstunde mit Tobi. So, und jetzt sind wir hier bei den Lichtgeist Elden, glaube ich. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangene Lichtgeist, der von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füllt es in diesen. Okay. Also, da kann keine Sätze wieder verenden. Ach so. Naja. Du erhältst den Siegel des Lichts, ein wertvolles Gefäß zum Sammeln von Strahlentau. Füllst du es mit Strahlentau, bringt es das Licht in die Orte zurück, die zum Schattenreich geworden sind. Die finsteren Kreaturen, den Strahlentau. Ah, ist egal. Wir wissen ja schon, was wir tun müssen. Naja, ist ja klar. Ich weiß, was das ist. Bin ein Blöder. So. Gehen wir mal hier durch. Und wir müssen jetzt die Strahlentaukäfer sammeln, das weißt du ja, oder? Ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Oh, und der erste geht ja gleich los über die Brücke. Ja, den kriegen wir. Aber einer, den haben sie übelst gut versteckt, ne? Das wollte ich mal so nebenbei sagen. Okay. Wie viele brauchst du? Was? Wie viele brauchst du? Wie viele gab's? Nein, wie viele du brauchst, wie viele Käfer? Ach so, wie viele Käfer ich brauche? Warte mal. Weil ich komme gerade wieder solche Viehsteuer vom Himmel. Mit so einem Warpfeld hier. Oh nee, die gehen mir auf den Sack hier bald. Okay, mach erstmal diesen Eigenkolumn hier. Was? Ja, jeder Tipp ist ja Gollum. Ach nee, das sind ja gar nicht die Gollums. Ha! Ah, Tobi hat sich gehört. Okay. So. Und sie sind auch down. Ist ja egal. So. Ich glaube, das waren bis zu 12 oder sowas, hä? Und mach 1, 2, 3, 4, 5. 12 oder 13, ne? 9, 10, 11, 12, 15. 15. Okay. Einen habe ich schon. Jetzt bin ich auch verzählt. Oh, ich kann mich jetzt auch verzählt haben. Aber immer das Gespür, das geht auch immer auf den Sack. Ich glaube, dieser eine Strandkäufer ist hier hinten an der Wand. Genau. Ach nee, der fliegt da rum. Und der ist ganz böse, der greift ihn an. Haha, wir haben gleich als erstes erwischt. Jackpot, Didi, sag ich ja. Nur Jackpot. Oh, blau. Was? Wir haben blauen Schlau gelöst. Was? Wir haben einen Brief bekommen. Ich frag mich nur von wem. So. Ja, der zweite, wo ist der wohl versteckt? Natürlich an keinem anderen Ort als der auf der Karte eingezeichnet ist. Hey! Wofür wäre denn dann ansonsten die Karte mit dem Punkt zu oder nötig, ja? Das sind die Pizzaläden in der Umgebung. Genau. So, der Link peitert mal gerade schön im Wasser. Was sagst du dazu? Weißt du, soll er untergehen? Nein, soll er doch nicht untergehen. So, der nächste Schrankklaukäfer, der ist auch gekillt. Zack. So, den einen müssen wir leider übrig lassen.
Die weiß ich, oder die mach ich zum Schluss. Ah nee, Quatsch! Den muss ich noch hier machen. Der andere, der kommt ja noch zum allerletzten. Der allerletzte, der ist echt geil. Aber ich glaube, das habe ich nämlich nicht mehr in diesem Part. Dann halte ich mal ran. Was? Dann halte ich mal ran. Ja, komm, Junge. Ich spiele das Spiel auch seit langem nicht mehr. Oder ich habe das Spiel auch nicht mehr lange gespielt. Von daher. Nein, das glauben wir. Ja, also wie soll ich das hier hochkommen? Denken die auch mal mit an die Spieler? What? Wie soll ich denn da hochkommen? Was haben denn die für Ideen? Ach so, oh toll. Da gibt's noch eine andere Abkürzung hier. Und toll. Was soll ich denn das wissen? Naja, jetzt wissen wir's. So, Didi. Ja. Jetzt muss ich auch mal ein anderes Wort mit dir reden. Müssen wir beide lachen. Genau. Ja, und hier oben haben wir den Strand, Herr Käfer. Folgt einfach immer nur der Karte oder folgt einfach nur mir, was ich gerade mache, und dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg. Denn Tobi führt euch bis ans Ziel. Och. Oh, wir sind aber runtergefallen, ins Wasser. Naja, nicht immer ganz ans Ziel. Nicht dorthin pfiffen. Was? Nicht dorthin folgen. Ich hab gerade verstanden, ich hab dünn pfiff. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. So, wir müssen mal ein bisschen paddeln hier. Weil ich gerade wirklich kaum weiß, wo ich jetzt hier bin. Ich bin jetzt hier gerade nirgendwo und nirgendwo. So, muss ich wieder ohne Gespür machen. Ja, genau, so. Hier haben wir erstmal alle Strandhaukäfer ergattert. Jetzt müssen wir erstmal hochfliegen wieder mit den Vögelchen. Quatsch, wir müssen uns wieder warten. So. Das heißt, die noch da? Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. Weil es gerade irgendwie so geknurschelt hat. Ich hab mein Laptop. Ah, so, okay. Aber ich weiß wirklich nicht, ob man dich im Video laut hört, ne? Ich wollte nicht so schreien. Stimme schon. Ansonsten sage ich immer, oder muss ich immer hin, das hinschreiben, was du gesagt hast. Das würde ich lieber nicht machen. Wieso? Genau, dieser eine Käfer, der versteckt sich da oben, den kann man wirklich nur ganz schwer ergattern. Ach ne, geht er doch einfach, oder? Kommt er runter? Wo ist denn der jetzt? Oh, diese Legs, die geben mir auf den Kack. Ah, da ist er. Ja, gekillt. Was sagst du dazu, Didi? Er ist wieder gekillt. Der Link ist wieder tot? Jo. Nein, hast gut gemacht. Fein, kriegst ein Eis. Was, ich trinke Eis? Ich trinke Bienchen in meinem Mutti-Heft. Das auch, ja. Ich trinke Bienchen in meinem Let's Player-Heft. Oh, wie ich hier sehe, wandert der eine Käfer aber ganz schön extrem. Deswegen müssen wir ihn jetzt... Ach, das sind auch gleich noch zwei Stück, Didi. Zwei Stück. Und dann halt ich ran. Eine haben wir auch schon gekillt. Genau nur der andere. Hey, ich will nicht ran, hau. Na los, Linkschen. Link. Geh auf Plätzchen. So, okay. Den anderen haben wir auch gekillt. Ja. Yeah. Also, das Rauschen kommt jetzt vom Wasserfall, ja? Nicht von meinem Laptop. Ja, okay. Könnte ich mir schon denken. Ne, ich habe das jetzt zwar an die Zuschauer gerichtet, aber... Ich höre das ja auch. Stimmt auch wieder. Und ich bin der Einzige, der antworten kann. Ah.
Mist, der Käfer, der hat mich beinahe gekillt. So. Und den nächsten Strahlentau. Hoho. Genau. Und ihr könnt ja auch allen Didi ein Abo hinterlassen. Da würde er sich sehr freuen, stimmt's? Ja, auf jeden Fall, das ist ja genial. Natürlich. Hat er schon bis jetzt 6 Abonnenten? Ja. Na klar. Es wird langsam, es wird langsam. Was? Es wird langsam. Ich höre dich jetzt gerade zwar ganz schlecht wegen dem Wasserfall, aber... Ich sage, es wird langsam. Ach so, okay. Hey, ich finde einen Strahlentaukäfer nicht. Ach, wir haben ja schon 30 Minuten und 42 fertig. Okay, Leute, das war's wieder von meinem Part. Genau. Und hiermit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Part mit bei Super Paper Mario oder wie auch immer, dass das Ganze dann nochmal läuft. Und ja, Didi sagt es auch noch. Ciao, oder? Ja, mach's gut. Tschüss. Didi, du bist viel zu leise. Mach's gut.